Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Christian und Sascha heute hier im Studio. Ist ja auch riesengroß hier. Das Stadionstudio. Hörst du, wie es halt. Echo. Ja. Am 21. November haben wir natürlich wieder ein berühmtes Geburtstagskind. Andreas Gabaye. Herzlichen Glückwunsch, Andreas Gabaye. Ah, Andreas Gabaye, ja, ja, genau. Zu Andreas Gabaye kann ich dir nur eine Geschichte erzählen, pass auf. Das ist ja Österreicher. Ich bin überrascht, ja. Was denn? Nein, okay, mach weiter. Was denn, du kennst die Geschichte noch? Nein, mach. Also, ich war in Wien. In Österreich? Ja, ist ja in Österreich, klar. Ja. Und da bin ich in diesem Bermuda-Dreieck da unterwegs gewesen. Mhm. Und ich voll wie ein Pisspot, ne? Und triffst Gabaye. Nee, ich treffe nicht Gabaye. Und ich laufe von Kneipe zu Kneipe und alle rufen, Andreas! Zu mir so. Andreas, bist du hier? Bescheuert. Und da wurde mir bewusst, dass scheinbar Andreas Gabaye und ich uns irgendwie ähnlich sehen sollen, angeblich. Also haben die Öschis alle gesagt. Der Andreas Gabaye in 20 Jahren, ja. Also auf jeden Fall, somit, ich war nicht rasiert, aber er ist ja immer rasiert. Mhm. Ist ja auch egal. Er hat auch zwei Augen, ich habe auch zwei Augen. Ist ja, er hat eine Nase, zwei Ohren. Jedenfalls, alle haben, unabhängig voneinander, wirklich, in verschiedenen Kneipen haben die immer gerufen, Andreas, hey! Und ich so, ja, jawohl, hey, es läuft, super. Waren aber nur Typen alles. Dummerweise. Ja, das war der ist heute Geburtstagskind des Jahres, des Tages. Alles Gute, Andreas. Ja, es gibt keine anderen Geburtstagskinder. Nein. Nee, genau. Am 21. November 1806 verhängte Großbritannien, gegen Großbritannien wird von Napoleon dem I. eine Kontinentalsperre verhängt. Das ist eine Wirtschaftsblockade. Mhm. Das war 1806 am 21. November. Und jetzt erzählen wir mal, dass das kein... Also das ist ja, also ist vom Kontinent abgeschnitten. Ja, richtig. Am 21. November ist auch der internationale Aktionstag des Fernsehens. Aktionstag des Fernsehens? Ja, heißt, das ist das World Television Forum der UNO. Ja, was heißt das? Ist Welttag des Fernsehens. Also heute wird Fernsehen gefeiert. An dem Tag machen sie Fernsehen. Ja. Und das ist also auch auf die, sag ich mal, besonderen Sendungen wie diese hier zum Beispiel mal hinzuweisen, ja, um zu sagen, hey, da wird produktiv gearbeitet, Intelligenz, Aussehen, Geschicklichkeit, positive Akzente gesetzt. Intelligenz trifft und dann, Schönheit. Und dann gibt es halt Sendungen wie diese mit Sascha. Ja, genau, ja, richtig. Ja, Weltaktionstag des Fernsehens. Super Tag. Am 21. November 2002 ist etwas passiert. Das war ein Novum seit 1649. Pass auf. Mhm. Zum ersten Mal seit 1649 wird in Großbritannien ein Mitglied der königlichen Familie von einem englischen Gericht schuldig gesprochen. Mhm. Die Anne wurde mit einer Geldstrafe von 500 Pfund und 250 Pfund Schadensersatz verdonnert, weil ihr Hund zwei Kinder angegriffen hatten. Kampfhundüberfall in England. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wurde sie verurteilt. Ja. Und das war das letzte Mal, und da kann sie eigentlich ganz froh sein, 1649, weil damals ist der König Karl I. zum Tode verurteilt worden. Da ist sie ja mit den 500 plus 250 Tacken noch ganz gut weggekommen. Ja, ich denke mal, dass sein Vergehen jetzt schlimmer war, als dass ein Hund zwei Kinder angefallen hat. Sagt das ich weiß auch nicht genau, wie die Hunde, die haben wahrscheinlich nur so wuff wuff gemacht. Oder so, ne? Und dann haben dann die Hose so angebissen oder so. Weil bei 500 Pfund, ich meine, die können die ja nicht, die Kinder ja kommt nicht. Kommt drauf an, was das für Hunde waren. Wie? Ja, wenn es so ein kleiner Clever ist, so macht, ja. Aber wenn es halt so ein großer Hund macht und der dann zu, also man weiß die Kinder reißt. Ja, genau. Da gibt es aber 500 Pfund nur Strafe. Ach so, ja, ist ja königliches Mitglied, das richtig, können wir nicht so schlimm. Richtig, da geht es doch wieder darum. Ja. Ja, die werden doch alle besser behandelt als wir. Ja. So rum geht's doch. Ne? Ja. Das war der aggressive 21. November. Wir sehen uns morgen wieder am 22. November. Nicht mehr so aggressiv. Aber hallo. Das sehen wir mal. Sprich mich schon auf! Cheerio, Miss Sophie. Gute. Das siehst du, die werden alle so, die werden echt besser behandelt als der Rest der Welt. Als der Westerwälder? Als der Rest der Welt.